Hallo und herzlich willkommen mit Chill Lounge. Schön, dass du bei mir wieder reinschaust und auch herzlich willkommen jemand Neues. Und ich habe in einem Etsy-Shop nochmal was bestellt und zwar bei Gemeinsam Sparen. Wir kennen sie alle, die Liebessusen. Ich habe das Paket jetzt schon ausgepackt und mir hier einen Binder geschnappt. Und leider habe ich das direkt hier eingeklemmt in das. Deswegen hat es hier jetzt leider, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Also, das war nicht so. Ich habe es leider gleich demoliert. Naja. Auf jeden Fall habe ich es ausgepackt und ja, dann können wir das gleich mal hier in den Binder einsortieren. Vielen Dank für deine Bestellung. Ja, ich habe das selber bezahlt und ich bin da ein bisschen ausgerastet nochmal. Und jetzt habe ich wieder Etsy-Shop-Verbot. Wie soll ich sagen? Ja, also jetzt muss es halt aufhören, ja. Genau, und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich mir gekauft habe. Ich werde am besten einfach das wieder einblenden, was es gekostet hat. Genau. Ich habe mir dieses süße Bärchen gekauft. Das heißt Your Best Friend. Und es kommt zusammen mit diesen Stickern. Ja. Das werde ich jetzt gleich mal einheften. Und schnappe mir da so ein Umschlag. So. Ich finde das so süß. Richtig, richtig süß. Dann, das mache ich, bespare ich jetzt diesen Monat natürlich nicht. Ja, das schaffe ich nicht. Dann war als Goodie dieses süße kleine Affe dabei. Richtig goldig. Ich weiß noch nicht, ob ich den vielleicht hier hinmache. So als Deko. Aber ich glaube, dass ich den meiner Tochter gebe. So als Schlüsselanhänger ist das doch echt süß. Sie hätte einen eigenen Schlüssel. Ja, den braucht sie eigentlich nicht, aber sie hat schon mal einen und da könnte sie eigentlich den kleinen Affe hinmachen. Ich denke, dass ich den meiner Tochter mal geben werde. Auf jeden Fall lege ich den mal hier auf die Seite. Dann habe ich mir bestellt der große Eierlauf. Das fand ich so, so süß, als ich das gesehen habe bei den anderen Mädels. Und das Problem ist allerdings, dass jetzt ja schon Mitte März ist und ich das jetzt auch nicht mehr eingeplant habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt dieses Jahr noch anfange, aber eigentlich, Ostern kommt ja auch wieder und es ist ja eigentlich auch frühlingshaft und ich finde das so süß. Ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt mal hier reinmachen. Und wie ihr seht, da braucht man Lose. Das sind hier vier Lose dabei. Ich finde das richtig, richtig toll von ihr, dass sie das auch so beschriftet, dass man weiß, wo was dazugehört. Genau, also mache ich das jetzt halt. Hier noch in den Umschlag und hefte es hier nach dem Best Friend ein. Ich finde es auch richtig, richtig schön. Und dann habe ich mir noch gekauft die Schmetterlingswiese mit dem süßen kleinen Hasi. Der ist so goldig. Und ich finde es ganz, 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 ganz toll mit diesen wunderschönen Schmetterlingen. Also das möchte ich natürlich auch auf jeden Fall machen. Ja, es ist mir jetzt egal, ob da Ostern ist oder nicht oder. Das wird auf jeden Fall auch bespart. So, dann habe ich mir gekauft das schöne Spiel. Bis jetzt bin ich damit drum rumgelaufen, weil ich ja schon so viel hatte. Und ich auch erstmal die alten Spiele spielen wollte, aber das habe ich jetzt eigentlich auch gemacht. Also, ich habe viele von meinen alten Spielen ja echt richtig, richtig lang gespielt. Und ich habe die ja auch noch. Ich habe die ja alle da. Ich kann euch mal die Aufbewahrung zeigen, wenn es euch, wenn ihr möchtet, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Möchtet ihr mal meine Aufbewahrung von meinen alten Sparspielen und auch meinen benutzten Challenges und sowas sehen? Das ist jetzt nichts Besonderes, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Auf jeden Fall habe ich mir das Sandy vs. Zombie-Spiel bestellt. Und zwar ist das ja die Neuauflage. Da ist dabei, also Trackgore. Und dann im finsteren Keller und ein Erste-Hilfe-Koffer. Und dann noch diese Club-Challenge, gleichzeitig auch Dashboard, ja, wo man das hier alles sammeln kann. Und ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Das gefällt mir mega gut. Ja, genau. Also, da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Und da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. Da werde ich jetzt mal. Hier auf jeden Fall das als Dashboard. Ich glaube, so rum ist das wahrscheinlich besser. Das als Dashboard benutzen.
Das ist die erste Seite. Da gehören auch hier, das alles gehört zu dem Spiel dazu. Guck mal, was für eine schöne Tüte, oder? Das hier sind die Lose, die gehören dazu. Dann ist da ein Spielstein dabei und eine kleine Krone. Ne, das kann nicht sein, das gehört zu dem anderen Spiel, sorry. Das habe ich wieder falsch zurückgetan. Ich hatte das alles schon mal angeguckt. Die Krone gehört. Ich zeige es euch nachher zuerst, zu welchem Spiel die Krone gehört. Die Würfel und... Ja, damit ich das gescheit vorstellen kann, habe ich mir das schon mal angeguckt. Ich habe es ja schon ausgepackt. So, das Stadtfeld ist hier hinten an der Seite. So, da. Und habe ich das zugemacht? Ja. Also so rum. Dann die Lose. Schmeiße ich jetzt mal hier rein. Zum im finsteren Kerl und zum Erste-Hilfe-Koffer. Weil das sind ja praktisch die Hilfsmittel, die man noch hat. Die Lose gehören noch dazu, oder? Gehören die Lose da nicht? Gehören die Lose zu dem anderen Spiel? Habe ich es wieder falsch zusammengefriemelt? Ah! Moment, Leute, ich weiß gerade nicht mehr, ob die Lose da dabei waren. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Normalerweise gehören die doch da nicht dazu, oder? Die Lose waren da nicht dabei, meine ich. Die waren bei dem anderen Spiel. Ich guck mal, wo die Lose noch dazugehören und dann tue ich das auf jeden Fall dann richtig dazu. Upsi. So, und dann noch. Es tut mir leid. Ich hatte das alles schon mal ausgepackt und auseinandergezogen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss das ja euch zeigen. Ja. Ja, ich konnte es halt nicht erwarten, weil ich noch so viele Videos hatte. Und jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Also ich glaube nicht, dass da die Lose dabei waren. Ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal an. Wo auf jeden Fall die Lose dabei waren, ist hier bei dem. Ich habe mir das hier noch bestellt. Das ist das Golden Dreams. Und zu dem gehören auf jeden Fall Lose dazu. Dann der Goldene Regen. Das ist eine Rubble Challenge, also mit Rubble-Stickern. Aber schön klein und das sieht echt traumhaft schön aus. Dann noch dieses wunderschöne Schloss zum Abstreichen. Sunshine Castle. Und noch ein Sudoku-Spiel. Ich habe jetzt einfach das ganze Vierer-Set bestellt. Ja. Genau. Und in dem Sinne tue ich das jetzt einfach mal da rein. Ich weiß auch noch nicht, mit welchem ich dann anfange. Mit welcher Challenge. Aber da mache ich halt eine nach der anderen auch, so wie bei der, wie heißt das, bei dem Dark Forest und dem Spiel halt. So, dann mache ich das hier rein. Das tue ich mal auf die Seite, das ist so ein angefangenes. Schon dieser Nüpsel fehlt. Dann habe ich noch das Apple Poison bestellt und da gehört doch dieses, gehören die Lose dazu, oder? Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da gehören die Lose dazu. Oh Mann. Richtig schön durcheinander gebracht. Und da gehört auch diese Krone dazu. Und da waren auch noch Würfel dabei, alle hier drin. Also, hier gehört auch noch der Spielstein dazu. So, hier ist der Anfang. Und die Lose gehören dazu. Die kleine Krone. Auf jeden Fall habe ich hier noch so einen schwarzen Viererwürfel bekommen und einen schwarzen Sechserwürfel. Der gefällt mir gut so. Einen habe ich auch noch nicht. Und endlich mal mein erster schöner rosaner Würfel. Danke, Susan. Das gehört zu dem Eierlauf. Ja, genau. Zu dem Eierlauf. Wo das Küken Keks und das kleine Hase Ferdinand und so. Genau. Da gehört das dazu.
So, also einfach richtig wunderschön. Richtig, richtig wunderschön. Ich freue mich so sehr darauf, das Spiel zu spielen. Das ist auf jeden Fall jetzt mal. Das Dashboard, die Club Challenge, alles in einem auf jeden Fall. Und dann brauche ich noch eine Hülle für das hier, für die Trackcodes, um das Geld eben irgendwo reinmachen, um das Geld eben reinmachen zu können. Und ich werde dann das Spielfeld. Das gefällt mir mega. Bei dem ist ja das Besondere, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel schon kennt, dass wenn man da würfelt, also beim, wenn man jetzt hier anfängt, Startwürfel einmal, dann benutzt man diesen Würfel, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist ja minus 2, das heißt, man muss 1, 2 zurückgehen. Ich hoffe, dass es stimmt. Wenn man jetzt aber auf dem roten Feld ist, darf man den roten Würfel benutzen. Und das ist dann praktisch plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist man wieder auf dem roten Feld und auf das nächste Mal wieder mit dem roten Würfel. Und dann macht man 1, 2, 3 und dann kommt man auf das grüne und dann würfelt man mit dem grünen Würfel. Und das ist das Besondere in dem Spiel. Und das finde ich eine richtig gute Idee. Großartig, einfach großartig. So, und das hier habe ich mir auch noch gekauft. Das ist die Diamond Dreams Challenge und die finde ich auch so mega schön. So, die kommt hier rein. Ja. Das hier ist noch für das Geld. Und da kommen 70 Euro dann zusammen. Also eine Rubbel-Challenge. Und ich werde, also das hier habe ich mir dann auch noch gekauft. Und zwar dieses Deckblatt. Und dann habe ich mir herausgesucht, dass ich diesen Binder nehme, weil ich finde, es passt richtig schön zusammen. So für den Frühling und den Frühsommer dann. Da werde ich auch eine Weile beschäftigt sein, das zu spielen und zu besparen. Und dann zeige ich euch gleich die ganzen Goodies, die ich bekommen habe. Das ist unfassbar, was da alles dabei war. Ich hoffe, das hält so. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja. Ich kann auf jeden Fall. Ach, ich weiß dann gleich, wie ich es mache, Leute. Also passt auf. Als Goodies war dabei. Das ist wirklich der Wahnsinn dieses Mal. So eine kleine Eule, die ist richtig süß. Blöckchen als Sticker. Ein kleiner süßer Hase. Und das finde ich richtig schön. Die 7 Zwerge. Dann die Cozy Rosalinde als kleine Mini-Challenge. Das finde ich auch richtig schön. Das finde ich richtig, richtig schön. Passt das hier noch irgendwie hin? Na ja, doch. Doch, doch, doch. Schaut mal. Ja. Dann war dabei dieses süße Hund. Richtig goldig. Fütterungszeit. Würfel und streiche die Zahlen ab, um die Näpfe mit Codys Lieblingsfutter zu füllen. Das finde ich auch richtig schön. Vor allem mal nicht nur Katzen, sondern auch mal einen Hund. Das gibt es echt nicht oft und das ist ein richtig, richtig schöner Hund. Also ich bin ja eher ein Katzenmensch, glaube ich. Aber Hunde finde ich auch schön. Das sind schöne Tiere. Dann war dabei diese wunderschöne Karte. Traumhaft. Und nochmal so ein Deckblatt. Ich finde es richtig lieb von dir, dass ich nochmal so ein Deckblatt bekommen habe. Richtig schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank für die schönen Goodies. Da freue ich mich sehr darüber. Und jetzt werde ich nochmal durchgehen und dir geschwind sagen, was das gekostet hat. Dann muss ich es nicht extra einblenden. Also, dieses Deckblatt, das hier, das kostet 4 Euro. Und das heißt Deckblatt Zauberturm. Also ungefähr bezahlte Werbung, sage ich jetzt nochmal, ich habe mir das selber gekauft. Dann
Dieser Teddybär heißt Your Best Friend und kostet mit dem Sticker zusammen 6,50 €. Man spart dann 60 €. Der große Eierlauf, den habe ich bestellt zusammen mit dem Würfel, aber ich glaube, das kann man auch ohne Würfel bestellen. Kostet 8,90 € mit dem Würfel. Und ich meine, ohne Würfel war es billiger. Dann Schmetterlingswiese. Die Schmetterlingswiese, da kann man 100 € sparen. Ist eine Club-Challenge zum Rubbeln und Abkreuzen und die kostet 6,90 €. Das ist die mit diesen schönen Schmetterling-Rubbel-Stickern. Dann Sandy vs. Zombies. Das ist richtig schönes Spiel. Ist preislich ein bisschen höher, aber ich finde, es ist wirklich noch fair, wenn ich denke, was da alles dabei ist. Das ist ja mit, klar, mit zwei Magneten, dann die zwei Würfel, eine Club-Challenge und zwei Spar-Challenges. Also das und das ist ja praktisch, sind ja zwei Spar-Challenges mehr oder weniger. Kostet 14,90 €. Und das Golden Dreams kostet 13 € als Vierer-Set, wenn man alle vier nimmt. Das komplette Set. Wenn man jedes einzeln kauft, das ist ein ganz kleines bisschen teurer, aber das, ja, macht ja nichts. Dann habe ich hier das, diese Tasche fürs Geld zum Sammeln. Dann das Poison Apple. Das Poison Apple Spiel, das ist jetzt ein bisschen teurer. Das kostet 16,50 €. Ja, da kommen jetzt, genau, das ist ja das mit den, auch mit zwei Würfeln. Also das eine Spiel, dieses Sandy vs. Zombies, sind dann diese zwei schwarzen Würfel. Und zu dem Spiel gehören diese zwei Würfel. Und ja, das kostet 16,50 €. Warum das jetzt teurer ist, wie das andere, weiß ich nicht. Aber es wird schon einen Grund haben. Keine Ahnung. Vielleicht wegen diesen, wie heißt es, wegen den Losen. Die kosten ja auch Geld. Es kann sein, dass das das ausmacht, dass das eben teurer ist. Genau. So, dann habe ich ja noch das wunderschöne, mir gefällt diese Frau so unglaublich und dieses Kleid, was sie anhat. Wenn ich so eine Figur hätte, hätte ich auch so ein Kleid. Diamond Dreams. Das Diamond Dreams kostet 6,50 € und man kann damit 70 € sparen. Und da ist dann ja auch ziemlich jahreszeitenunabhängig, finde ich. Das geht echt das ganze Jahr. Und auch dieses Spiel finde ich jahreszeitenunabhängig. Und auch, das auch. Vielleicht nicht, jetzt nicht im Winter, aber das ist eigentlich egal. Das sieht echt so schön aus. Und auch das ist jahreszeitenunabhängig. Nur diese zwei noch, die sind jetzt halt noch für Frühling. Aber ja, das ist auch egal, wenn ich das mache. Richtig, richtig hübsch. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen neuen Binder mit lauter neuen Sparspielen noch. Und jetzt ist wieder Kaufverbot. Also, ja, ein Spiel habe ich mir jetzt noch bestellt. Das zeige ich euch dann. Und dann ist jetzt wieder Schluss. Also, jetzt ist Schluss. Ich habe mir jetzt richtig schöne Sachen gegönnt. Und die werden jetzt bespart, bespielt. Und ich freue mich schon so mega drauf. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ganz tolle Videos für euch machen zu können, das mit euch teilen zu können. Wenn ich jetzt alleine hier wäre und es gar nicht aufnehmen würde, dann wäre das gar nicht so interessant für mich. Ich weiß nicht. Dadurch, dass ich das aufnehme und mir dann schreibt, dann freue ich mich immer. Ich habe einfach zurzeit wenig Zeit gehabt, gleich zu antworten. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Aber wenn ich dann so gehetzt bin und ich merke, dass ich das zwar lese, ich lese eure Kommentare, aber dann möchte ich mir in Ruhe Zeit nehmen, da zurückzuschreiben. Und weil, wenn ich nämlich dann gleich irgendwas nur so drunter setze, dann verschwindet der Kommentar aus meinem YouTube-Studio. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es so eine App, dieses YouTube-Studio, wo mir die neuen Kommentare immer anzeigt, wo ich die dann zurückschreiben kann und so. Aber wenn ich da was mache, dann verschwinden die und den Kommentar dann wieder zu finden, fällt echt schwer. Deswegen mache ich manchmal dann einfach mal ein paar Tage gar nichts, bis ich einfach Zeit habe, mal eine halbe Stunde, Stunde. Und euch dann antworten kann. Also es tut mir leid, ich lese wirklich jeden Kommentar und wie gesagt, also ich möchte jetzt einfach nur mal sagen, ich gehe Vollzeit arbeiten, ich habe halt ein Haus, ein Kind und so und ich habe einfach nicht immer Zeit und manchmal auch nicht die Nerven. Ja, ich möchte einfach auch mal hinsetzen, vielleicht auch mal was lesen und einfach was für mich machen oder einfach, ja, ich habe einfach immer viel zu tun, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Genau, so. Das war das Wort zum Sonntag, das tue ich jetzt auf die Seite. Und zwei Glas runterwerfen.
Dann hole ich mal die Würfel, dann legen wir los. Es ist doch schon wieder spät. Es ist nicht spät, es ist nicht spät, aber ich nehme schon 20 Minuten auf. Vielleicht mache ich auch ein extra Video draus. Soll ich ein extra Video draus machen? Wisst ihr was? Ich mache da jetzt ein extra Video draus. Ich mache gar kein Sparspielvideo jetzt. Weil das wird sonst zu lang. Genau. Ich hoffe, das hat dir gefallen, dieses Vorstellen von den Sparspielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt gleich das Sparspielvideo aufnehmen, ja, was ich gesagt hatte. Bis dann. Tschüss.